Hallo und herzlich willkommen, liebe Tuber. Mein Name ist VivoDVT auf dem Kanal Synonym und das hier ist tatsächlich mal eine neue Folge Tackled! Ja, Mit dem wieder, Schmuck der Schnauzer genau, ich bin auch und Master dabei. Pierce. Und Hallo! wie ihr seht, in der letzten Folge habe ich ja hier meinen Timer gebastelt. Einfach in die letzte Folge schauen, da ist nochmal, wie es geschrieben wird. Und er erzählt jetzt von 1200 runter. Und wenn die Zeit auf 0 ist, wissen wir müssen die Folge beenden. Das werde ich noch schreiben, dass wenn Du hast es das jetzt in fertig ist. Minecraft gemacht. Ja, in Minecraft. Du hast jetzt in Minecraft einen Timer gemacht, damit wir in Minecraft wissen. Oh. Oh. Ja. Ja. Schlau. Also wie gesagt, er zählt jetzt runter. Wir können das jetzt hier stundenlang angucken oder wir gehen wieder. Ich werde das noch verfeinern vielleicht ein bisschen und ich werde noch einen Alarm basteln. Den Alarm kann ich gleich mal Industrial kurz. Alarm. Den kannst du basteln. Ne, den Howler-Alarm machen wir. Dazu brauchen wir Notenblöcke erstmal. Die sind aber relativ einfach, die können wir gleich mal machen. Wo haben wir welche? Da haben wir welche. So. Ich betätige mich in der Zeit schon wieder des freudigen Circuit-Bastelns, weil mir geht das ziemlich auf die Nerven, dass mein System hier so langsam ist. Deswegen habe ich beschlossen, es ein bisschen zu beschleunigen und baue jetzt ein paar Upgrades. Und zum einen natürlich mal erstmal einen Overclocker, der das Ganze beschleunigt. So, ganz einfach gecraftet. Habe ich noch Zack. Chopper-Cable? Da habe ich noch Chopper-Cable, das reicht aber nicht. Dann brauchen wir mal ein bisschen. Warum sage ich eigentlich immer Chopper? Ich weiß nicht, vielleicht magst du Chopper. Was ist Chopper? Chopper? Chopper. Chopper von One Piece. Kennst du? Nein, kenne ich nicht. Oh. Da tun sich Wissenslücken auf. So, ich packe die ganzen Coal Balls immer in den Kompressor. Der Kompressor, wisst ihr ja hoffentlich, wie er gecraftet ist, sonst könnt ihr es ja einfach nachgucken. Kompressor. Und so wird er halt gebastelt. Relativ einfach, aber auch relativ effektiv. Und ich mache jetzt hier ein paar Water Cells in den Extractor, um daraus Coolant Cells zu machen. Und mit diesen Coolant Cells baue ich dann weiter kleine Overclocker. So. Das häufigst gesagte Let's Player Wort. So. Sind wir schon wieder da? Als hätte ich es nicht gewusst, als hätte ich nicht heute Morgen, als ich aufgestanden. Das nervt, mach es aus. Und dieses Geräusch wird dann am Ende, also nicht am Ende dieser Folge, sondern am Ende der nächsten Folge, wird dann dieses Geräusch ertönen, sobald die Folge rum ist. Das heißt, sobald der Computer hier sagt, okay, es ist null. Alles nur, um mich zu nerven. Tut er alles nur, um mich zu nerven. Um mich mental zu destabilisieren. Also es wird dann so aussehen, das ist jetzt so ein bisschen ungünstig positioniert, aber es wird noch wunderschön werden, sage ich euch. Und wir werden dann hier immer wieder informiert, wenn es losgeht mit dem also durch den Alarm. Und ja, ich bin schon wieder in ein Loch eingefallen. Wunderbar. Wunderbar, Schnauzer. Wow, Ich wir sind wirklich das erste Tacketless-Player-Team, das sowas baut. Nein, das sind wir wirklich. Ja, ich weiß. Na, wir machen unsere Folgen. Guck mal, wir timen unsere Folgen durch gegebene Dinge. Ja, sehr, sehr cool. Finde ich cool. Muss ich mir auch gleich mal angucken, das Setup. Aber jetzt will ich erstmal noch ein paar Kobelle kompressen. Dann viel Spaß. Ich baue hier weiterhin mein Haus ab. Brauchst dein Ich. Haus? Ach ja, stimmt. Der Ja. Schnauzer hat neue Pläne gefasst und muss die auch gleich in die Tat umsetzen. Na, sicher. Also, ihr habt jetzt gesehen, jeder, der mathematisch etwas begabt ist, kann auch ausrechnen, wie viel Kohle es braucht, um einen Diamanten zu bekommen, wenn ich das gleich hier fertiggestellt habe. Ich kann euch schon mal sagen, es sind 64 Kohle, die man braucht, um einen Diamanten herzustellen. Das klingt viel, ist auch viel und man sollte es auch nicht unbedingt auf die leichte Schulter nehmen, 64 Kohle zusammenzusuchen, wenn man keinen Kondenser hat. Aber zum Beispiel mit dem Jetpack kann man enorm einfach minen gehen, weil man einfach durch die ganzen Meilengänge fliegt und über Lava fliegt und so weiter und so fort. Kein Problem. Und dann gibt es auch noch was anderes, was ich Man euch darf gleich aber zeigen möchte. allerdings nicht vergessen, wenn das Jetpack leer ist und ihr beim Lavasee seid, ihr braucht nicht versuchen wegzufliegen. Es klappt nicht. Ja,
Das ist mir ja passiert. Nee, mir ist passiert, dass ich einen anderen Rucksack auf hatte, den ich euch nicht zeigen werde, weil er für mich hier unpraktisch ist. Das ist der Batpack. Den zeige ich euch aber mal. Bat, also wie Battery und dann Pack. Back, also Pack. Da. Das ist aus mehreren Batterien gecraftet und zum Beispiel elektrische Geräte wie die Electric Wrench oder so werden, wenn ihr sie dann in der Hand habt und ihr dieses Teil auf dem Rücken habt, aufgeladen. Oder halt nicht verbraucht, zumindest bis das Batpack leer ist. So, ja, ich habe schon meinen Coal Dust für den letzten Coal Ball zusammen. Und dann fehlt gleich nur noch ein Arbeitsschritt und dann noch einer. Dann haben wir es auch schon. Dann noch einer. Dann haben wir es immer noch nicht. Nein, dann müssen wir noch einen Schritt machen. Dann müssen wir ein Formular anmelden und dann... Geht das wieder los. So, ich muss mir ganz aber sagen. Das ist ja alles Überlebensstrategie, falls ihr mal nicht auf die glänzende Seite von Tekkit, nämlich mit der von Kondensern und so kommt. So, und jetzt brauchen wir was ganz Tolles. Wir brauchen Obsidian, Brick oder sonst noch irgendwas, was ich nicht mehr weiß, wie es war. Keine Ahnung mehr, was es war. Auf jeden Fall, man macht Obsidian oder als ein Brickstein in die Mitte und umringt ihn mit Compressed Coal Balls und erhält einen Coal Chunk. Das ist jetzt kein Weltenchunk, der ist auch nicht besonders groß, obwohl er schon das ganze Feld fast ausfüllt. Den tun wir jetzt nochmal in den Kompressor, wobei ich ja natürlich weiß, wie sehr er schon mögt, auf den Kompressor zu starren. Den beschleunigen wir dann auch mal mit unseren Overclockern und tada, wir haben einen Diamanten. Das könnt ihr dann ungefähr 64.000 Mal machen und dann habt ihr 64 Diamanten. 64.000 Diamanten. So rum. Das zum Thema Mathe-Genie, ne? Ja. Von wegen Mathe-Genie. Ich habe nie behauptet, ich wäre ein Mathe-Genie. So. Nächstes Ding, was ich euch zeigen möchte, ist denn nochmal zur Unterstützung und vor allem zum Ressourceneinsparen gedacht. Weil wenn man die ganze Zeit Spitzhacken haut und zum Beispiel keinen Zugriff auf den Talisman of Repair hat, was ja auch auf manchen Servern nicht geht. Noch nicht. Ich muss die ganze Zeit auf die Leute zeigen. Cube Nation hat einen Tekkit-Server und es ist alles verboten, was Spaß macht. Alles. Was heißt hier noch? Genau, was heißt eigentlich? Ich meine, wahrscheinlich ist es so, dass ihr in Zukunft gewisse Teile vom EMC-Mod kaufen könnt. What? Können wir das für Tungsten kaufen? Der Tungsten ist sehr wertlos. Tungsten ist einfach, da kannst du nichts sagen, das ist wertlos. Die Transmutation Tablets kann man vielleicht kaufen. Das sind wir aber gerade noch beim Besprechen, wie wir das am besten lösen. Aber damit könntet ihr euer Tungsten dann verarbeiten. Das wäre schon mal nicht mehr so Tungsten. Schlecht. Yeah! Ich brauche jetzt irgendwas mit hohem EMC-Wert. Ohne es nicht gleich für einen Diamanten. Das könnte man tun, oder aber man nimmt etwas mit sehr hohem ENC-Wert, aber das habe ich leider nicht mehr, sehe ich gerade. Nimm Diamanten von mir. Ich habe mehrere 64er-Stacks, weil ich die ganze Maschine hier laufen muss. Na, dann nehme ich mal ein paar Stacks und dann mache ich meinen Flugring und dann lasse ich mal die Leute zeigen, wie man fliegt. Ne? Ja, er macht jetzt die andere Möglichkeit, die Equivalent Exchange-Möglichkeit zu fliegen. Den, keine Ahnung, wie der Teil hieß, das könnt ihr bei Schnauzer nachgucken. Möchtest Diamanten? So, nur noch 17 Diamanten. Blub, blub. Ja. Lobby-Disk. So, dann werden wir uns gleich mal noch ein paar wunderschöne, wie heißen sie? Kondensen. Wunderschöne, wie heißen sie denn? Ne? Also, der Timer sagt, es sind noch 640 Sekunden. Egal, ich kann euch jetzt nochmal den Mining Drill zeigen. Der Mining Drill wird so gecraftet. Ist halt ein aufladbares Werkzeug, geht nicht kaputt, sondern ihr müsst es nur immer wieder aufladen. Und den könnt ihr auch noch mit Diamanten umgeben, dann habt ihr einen Diamond Drill. Den können wir jetzt schön aufladen in meinem MFE. Ich will schon wieder MFSU sagen, was die nächstgrößere Einheit wäre. Und er ist aufgeladen.
Zack, und jetzt zeige ich euch mal kurz, wie das Teil abgeht, denn Clark hat da unten bestimmt ordentlich was weggemeint, aber nicht alles. Wie schon bereits mehrfach erwähnt, Turtles sind sehr schnell voll und er hat die Fackel weggeschlagen. Verdammt, da ist ein Creeper. Schon kommt so eine Bitch. Was? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab so irgendwas mit Bitch verstanden. So, ich zeig euch ja, ganz schnell, wie der Diamond Drill gräbt. Der gräbt nämlich ungefähr so schnell und gräbt auch durch alles durch, also auch durch Erde. Der gräbt sämtliche Materialien weg, also Diamanten und so könnt ihr damit wunderbar abhauen. Abbauen. Ich befinde mich gerade auf der Suche nach ein paar Chicas. Ein paar was? Chicas. Ach, willst du jetzt weibliche Menschen in unser Let's Play holen? Ja, natürlich. Los nicht. Ah, da habe ich doch schon eins gefunden. Es wird sterben. Und es ist tot, hat einen Fehler gegrabt. Hast du gerade einen Chica getötet? Ja, ich habe einen Chica getötet. Das hat mir eine Fehler gegrabt. Ein Chicken! Ein Chica. Bomia hat verstanden, was ich gecraftet habe. Yeah! Getötet habe. Mein Drill ist sehr schnell leer, deswegen Backpack sehr sinnvoll bei dieser Aktion. Aber für mich halt relativ unsinnig, weil ich halt den Talisman of Repair habe. Aber so zum Thema Energie einsparen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oder Folge ist schon so weit? Nein! Was? 640 Sekunden sind doch voll schnell vorbei. Nein! Das zum Thema Mathe-Genie. Hey! Man kann es immer wieder sein. Richtig. Ja, es ist wiederverwertbar. Siehst du, was ich für ein Mathe-Genie bin? So, jetzt machen wir uns erstmal vier Federchen hier rum. Und dann das Iron Band in der Mitte. Und wir bekommen ein Swiftness Rendering Gale. So, und das funktioniert jetzt wie folgendes. Ihr kennt ja den Creative Fly, einfach doppelt Leertaste, das mache ich jetzt auch mal. Und es passiert gar nichts. Super, Schnauzer, super. Warum funktioniert es nicht? Du musst ihn erst anschalten. Drück mal C. Okay. Drück mal M. Das ist Minimap. Drück mal Escape und guck in die Steuerung. Ach, der leuchtet jetzt lila. Jetzt müsstest du doppelt Leertaste. Dann macht er gar kein Geräusch mehr. Hä? Auf dem anderen Server hat es doch auch funktioniert. Warum funktioniert es jetzt hier nicht? Yay! Ich kann fliegen, du nicht! Ja, gut, das ist sehr gut, sehr gut. Also ich kann springen. Mit lustigen Geräuschen. Versuch mal, hier. Versuch mal das. Und jetzt? Ah, ja. Ja, er braucht Fuel. Er muss jetzt angetrieben werden. Die Kohle wird jetzt langsam verschwinden. Aber normalerweise leuchtet er doch blau. Ja, anscheinend ja nicht mehr, ne? Oh, 399, 96, ah! So, also das ist dann halt praktisch dieses Fliegen. Es hört nicht auf, soweit ich das eigentlich kannte. Es ist komplett das war in der letzten Version. Wir sind auf der Recommended Build. Nein, auf dem Test-Server hatte ich so einen Ring und da hat es funktioniert. War das auch auf der Recommended Build? Das war auf der Version, wo wir jetzt gerade sind. Hm, dann habe ich keinen blassen Schimmer. Vielleicht hattest du da Kohle oder Glowstone oder so im Inventar. Auf jeden Fall weiß ich, dass der jetzt Fuel braucht. Ich weiß aber trotzdem nicht, normalerweise leuchtet der blau, aber er wird hier rot. Das ist ganz gut. Ja, dann wird er halt rot. Der schämt sich. Der geniert sich. Also sobald ich starte, nimmt er einmal Kohle weg. Gut, dann lande ich einfach nicht mehr. Nee, ich glaube, das geht über Zeit und nicht über... Nee, sobald ich irgendwas öffne. Weil ich irgendwas öffne. Bleibt meine Zeit lang in der Luft, guckt denn, ob der. Ach ja, stimmt, ich habe jetzt mein Jetpack unten gelassen. Ich, Profi. Muss ja mit dir zusammenfliegen können. Aber trotzdem interessiert mich das. Achso. Hui. Hat er jetzt das Italian's Fuel genommen?
Ich glaube ja. Hallo. Hi. Wo sieht unsere Welt aus? Oh, er hat ein ganzes Fuel schon verbraucht. So, wir haben noch 300. Es ist fast vorbei, Boromir. Es ist fast vorbei. Halt dich fest. Wir starren jetzt einfach nur auf die Countdown. Noch 284, 83, 82. Ja, yeah, da kann ich ja noch was zeigen. Nämlich was Praktisches, wenn man solche vielen Geräte hat, die aufgeladen werden müssen. Immer wieder oben in die Bedbox reintun ist ja auch irgendwie dämlich, weil man möchte ja die eigentlich eher indirekt, also nicht sichtbar haben. Deswegen kann man sich was Tolles craften. Das zeige ich euch jetzt aber kurz, ganz kurz zeige ich euch das nur. So. Auch mal eben ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz muss sein. Geht das Craften von ganz allein? Und schon also uninsulated Copper Cable oben drauf und ein Holz in einer U-Form unten drunter gibt eine Charging Bench MK1. Die ist für normale Geräte halt gedacht. Die stöpsel ich jetzt einfach mal hier dran. Jupp. Da kann ich jetzt alles reintun. Ja, außer Lapis Lazuli, den sollte ich da tun, jetzt nicht reintun. Wenn ich jetzt den Diamond Drill einmal verbrauche, was ich ja sowieso irgendwann tun werde, wird er sich verbrauchen. Ich hoffe, irgendwann geht er auch mal leer. Was aber auch schneller passiert, als man denkt. Also wenn man da unten in der Mine ist und dann plötzlich der Diamond Drill leer ist, ist ja auch dämlich. Dafür gibt es ja das Bed Pack, was ich aber nicht brauche, weil ich Spitzhacken benutzen werde. Auf jeden Fall kann man denn die da reintun. Der Blitz geht weg, es wird geladen und man kann hier halt viele Items gleichzeitig reintun. Und man kann dieses auch noch upgraden mit verschiedenen Upgrades, sodass es besser funktioniert. Das Ganze gibt es in MK2 und MK3 Ausführung. Das ist einmal mittlere Spannung und einmal hohe Spannung. Ist halt schneller aufgeladen bei höherer Spannung, ist ja klar. Und der Flying Ring buggt, also der Jetpack buggt ab und zu mal ein bisschen und das sehr gerne. Und es hat auch die besondere Fähigkeit, dass wenn man auf manchen Servern ist und vielleicht ein oder zwei Minuten rumfliegt, dass dann der Server sagt, der benutzt Flyhack. Dann kickt er ein. Boah, ich muss so viele Anspielungen loswerden einfach nur. Boah. Ja, es passiert ab und zu mal. Keiner ist perfekt, ne? So. Hm. Außer Schnauzer Server hier gerade, ne? Außer der Schnauzer Server. Der läuft komplett flüssig. Muss ich dazu sagen. Und das ja. Nur mit 6 Slots. Und wir mit 35. Ja, ich würde euch mal einfach empfehlen, ein paar mehr Slots freizugeben, obwohl nicht mehr Leute rauf können. Dann wären mehr Ressourcen für die wenigen Leute rausgeschmissen. So, wo natürlich. Ist hallo Master, guck mal da. Hallo, guck mal mein Haus. Okay. Wir haben nur 100 Sekunden. Lauf, Master, lauf! Ja. Sein Haus ist weg. Richtig. Guck mal, mein Haus. Alles weg. Im Keller lasse ich, da kommt das Kino rein. Aber der Rest ist weg. Schön. Also das ist dem Master sein Haus. Ja, eine Kuh, die unterirdisch lebt. Also Höhlenkuh. Ja. Warte, ich möchte sehen, bevor es aus ist. Ah, ich hänge fest. So, ich renne schon mal zurück. Boah, ist das schön. Vor allem die Rundbögen hast du sehr gut gemacht. Ja, was nicht? Für Rundbögen? Ist das da hinten? Ist das hinten ein Garten? Ja! Ganz schön groß. Ist das ein Swimmingpool? Ist das Britney ein metaphorischer? Ja! Die planscht bei mir immer, weil ich so einen schönen Garten habe. Sieht aber reichlich hässlich aus, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Ha. Naja, abgehalftete Promis haben wir damit auch abgehakt. Und ich flieg rüber zum Timer. Was macht der Timer? Er toll. 19, 18, 17, Panik!
So, also ich werde das dann, sobald der Timer abgelaufen ist, schreibe ich das nochmal schnell um und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Deswegen noch 9, 8, ne, Boromir, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage, bis dann. Ja, tschüss. Weltuntergang. Tschüss.